You need to know that I'm a So, wieder hallo, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von The Crew 2 hier in den USAs. Wir sind zurück hier bei den Freestyle-Leuten und ja, wie immer liegt wieder überall Koks rum. Ich habe keine Ahnung warum, welches Spiel starte, habe ich immer Schnee. Es ist der Wahnsinn, Alter. Kein Scheiß, es kann doch so oft in den USA gar nicht schneien. Die haben ganz schön oft Winter hier. Oder ein absolutes Koks-Problem, das kann auch durchaus sein. Ja, wir machen weiter mit Freestyle und ich habe Bock, mir nochmal neue Monster Trucks zu gönnen, weil die nicht so teuer sind. Und Freestyle haben wir noch ein bisschen was zu tun. Da sind wir mit am wenigsten fortgeschritten und bei Monster Truck, die möchte ich fertig machen, da sind nämlich noch zwei Disziplinen, die machen wir mal heute fertig und dann gucken wir mal, was wir hier noch von den anderen beiden so angehen werden. Aber wir kaufen uns erstmal einen neuen Monster Truck und das Baby werden wir uns hier holen, nämlich den 370Z, den gibt es nämlich als Monster Truck und weil ein Japaner, der eigentlich zum Driften gedacht ist, als Monster Truck total bescheuert klingt, ist das genau mein Auto, ist Auto meiner Wahl. Ihr wisst genau, warum ich dann sowas nehme, einfach nur, weil ich es kann. So, die Farbwechsel macht gar nichts, weil das Ding aktuell ein Design drauf hat. Aktuell ein Eiscreme-Design, was ziemlich geil ist. Ich bin überlegen, das draufzulassen, weil ich das irgendwie cool finde. Das finde ich irgendwie geil. Ich finde das cool. Ich glaube, wir lassen das drauf. So, erstmal pimpen wir das Ding jetzt, weil den kann man natürlich auch tunen. Weil ist natürlich ein normaler 370Z, der nur ein bisschen hochgebockt ist, minimal hochgebockt ist. Ganz, ganz, ganz leichte Fahrwerksanpassung, man sieht sie kaum. Man muss eigentlich gut, dass ich euch darauf hingewiesen habe. Der hat gar nicht gesehen, dass es ein Truck ist, ne? Das ist der Wahnsinn. Man könnte meinen, dass ich das Ding jetzt driften will. So, wir stellen ihn jetzt mal kurz spontan hier hin. Damit der mal ganz kurz von uns gepimpt werden kann. Wo ist er denn jetzt? Schön, dass wir drei Monster Trucks haben, weil warum nicht? So, da ist unser Eiscreme 370Z. Und den passen wir jetzt mal an. Haben wir Performance-Teil noch rumliegen? Müssen wir gerade mal gucken, dass wir den vielleicht ein bisschen hochkriegen. Nein, haben wir nicht. Das werden wir gleich folgendermaßen machen. Ich werde gleich mal draußen mal kurz aus dem Raptor alles rausholen. Dann bauen wir das hier schnell ein. Das ist einfacher. So, dann gucken wir mal kurz, dass wir ein bisschen was pimpen. Weil ist ja normal 370Z, dementsprechend können wir da ein bisschen was tunen. Und das werden wir natürlich tun. Ne, kaputt machen wir natürlich nicht. Wir wollen nämlich das Eiscreme behalten. Und ich glaube, deswegen machen wir die Haube gar nicht, weil ich will das Eiscreme behalten. Okay. 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 Oh nein, ich will kein Zusatzleuchten. Und bullig ist gut. Bullig ist immer gut. Bulliger, ne, das andere ist besser, naja. Wir nehmen die Schürze hier, aber mit den Original-Scheinwerfern. Dankeschön. So, können wir breiter machen. Oh, sehr gut. Brauchen wir auf jeden Fall, weil das deutsche Gesetz sagt ja, die Reifen müssen abgedeckt sein. Und wie wir jetzt gerade so sehen, ich gehe mal kurz raus, nur damit ihr seht, der TÜV würde das jetzt absegnen. Ihr seht, die Reifen sind eindeutig abgedeckt. Und dementsprechend ist das ganze Fahrzeug jetzt TÜV-konform. Das ist also alles super, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass wir das einhalten. So. Außenspiegel, natürlich kommen die kleiner, weil windschnittiger ist ganz wichtig. Ja, kommen wir bei dir. So, Kotflügel hin, natürlich auch wichtig. Rad abdenken. Spoiler. Ich hätte gerne einen sehr, sehr. Okay, so groß hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber. Ah, okay, ich sehe, wir haben sogar hinter den 370 so. Das ist die Farbe, da muss ich gleich mal ein bisschen abändern, dass es schön aussieht. Oh, der hat aber schön große Flügel. Ey, nur große Flügel, what the fuck? Nehmen wir denn jetzt? Ja, komm, nehmen wir den. Ne, ist der größer als der andere? Ne, der ist hier voluminöser, das ist geiler. So, Stoßstange. Ja, das sind vier große Auspuffrohre. Junge, das ist schon nicht verkehrt. Das kann man ruhig machen. Das kann man auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Und den Innenraum machen wir einfach blau. Einfach weil wir können. Weil es ist der Eiscreme 370Z. Dementsprechend dürfen wir das. Ich hätte gerne Carbon. Gibt es Carbon? Es gibt Carbon. Sehr gut. Carbon macht alles besser. Hört auf mich. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, dass wir die Karre mal nicht orange machen, sondern ich glaube, weiß ist optimal, um die Logos so gut zu verdecken. Ne? Wir machen schwarz. So, dann sind die Logos schon abgedeckt. Und dann haben wir so ein 370Z fertig. Auf jeden Fall sehr nötig. Die breiten Kotflügel und auch der große Flügel sind für Monster Truck Rennen. Der Spoiler wird kein noch deplatzierter als sonst schon. Junge. So, warte. Machen wir mal konkret krasses Leistungspimpen. Weil wir machen mal ganz kurz hier folgendes. Der kann nicht getuned. Ach, da. Der kann ja lassen. Ach, der ist schon nicht getuned. Krass. Aber wir haben Teile rumliegen. Oh. Habe ich die schon wieder rausgeholt gehabt? Habe ich die hier reingebaut? Warte mal. Ah, hier sind die drin. Okay, weil wir haben ja dieses, ich habe ein bisschen was mit Grinden gemacht und da hat der die Teile bekommen. Na komm, die kleinen Teile können wir ihm ja geben. Die brauche ich ja jetzt nicht. Die können ja ruhig weg. Da ist nix. Geht auch das kleine Teil. Auch. Gut, okay, dann pimpen wir jetzt mal den 370Z kurz. Damit ein bisschen mal Leistung bekommt. Weil da machen die Monster Trucks Event im Koks noch mehr Spaß. Ich betone extra im Koks. So, hier haben wir nichts mehr. Aber gut, wir haben jetzt einen 34er Index 370Z Monster Truck mit riesen Flügel und der Schnee ist weg.
Puh, da hat aber jemand gerade Bock gehabt. Das war aber schneller Aufbrauch von Koks. Junge, Junge. Ich glaube, das geht aber schnell in den Kopf, ey. Gut, wir gehen im Freestyle, wir gehen im Monster Truck. Wir haben noch zwei Disziplinen und die werden wir auch heute angehen. Deswegen gehen wir zum Death Valley. Gott sei Dank sieht man nicht im Koks, das macht... Obwohl, da wird der Name vielleicht noch mehr Sinn machen. Weißt du noch, wie du als Kind deine Spielzeugautos gecrashed hast? Nein, ich habe mich an Straßenverkehrsregeln gehalten. Jetzt hast du einen Monster Truck und einen riesigen Spielplatz voller Sprungschanzen. Tob dich aus. Also sagt er mir, ich soll den Reset crashen. Okay. Der alte Mann hat's gesagt, ich soll den Reset kaputt machen. Weil ich das jetzt tun werde, war das voll auf Absicht und aufgrund seiner Ansage. Ich bin daran nicht schuld, ich habe damit nichts zu tun. Falls ihr das sehen wollt, eure Autos will ich trotzdem gerne testen. Ne, ich will damit nicht so umgehen, das Spiel verleiht mich dazu. Ich kann nichts dafür. Ich bin ein Opfer des Systems. Das ist immer die beste Ausrede. Ich kann nichts dafür. Backflip. So. Das machen wir vielleicht noch zwei, dreimal, dann kann ich ja gar nicht mehr raffen, was da gerade passiert ist. Wie komme ich da oben hin? Wie sieht das jetzt aus? Was ich auf jeden Fall mit dem Reset-Step super hinkriege, ist das Ding absolut geil aufs Dach legen. Aber hey, der alte Mann hat am Anfang gesagt, crash das Ding. Er läuft jetzt schon wieder der schweiße Stirn runter, weil es hier kacke warm drin ist. Und deswegen machen wir das. Ne? Ich bin hier einfach nur höflich. Ich höre auf den Mann da, in meinem Ohr. Und falls es euch interessiert, ja, meine Bude sind gefühlt 200 Grad. Ja gut, vielleicht sind es 150, aber es ist trotzdem warm. Und ja, das ist echt angenehm. Also macht super viel Spaß. Es macht ja schon Spaß aufzunehmen. Das Problem ist halt, so sehr es eigentlich nicht anstrengend ist, sterbe ich hier halt irgendwann an Dehydration. Ja, aber ich trinke genug. Nein, tue ich nicht. Aber das ist so grundsätzlich mein Problem. Ich trinke grundsätzlich zu wenig. So. Tun wir jetzt mal hier einen schönen Tausender mitzunehmen. Yes, sir. Ha, wollte ich so. Ich wollte den Backflip. Ja, der war geplant. Natürlich. Sah das nicht so aus? Tja. Das ist das Geheimrezept. Sachen aussehen lassen, als wären sie nicht so geplant gewesen. Dann zack, kann man sagen, war es aber doch. Ja, ganz gebiet. Also nicht mehr mal da, wenn man die Haare falls mache. Ich brauche ein paar Punkte. Da wird mich sonst langsam ein bisschen eng. Ein bisschen. Deswegen müssen wir mal ein bisschen hier reinhauen. Das war nicht so geil. Das war fast gar nicht so geil. Kriegen wir ein paar Punkte zusammen. Ah, gut, hier kommen die Punkte, Bitch. What the fuck? Ja, natürlich wollte ich das. Das war unglaublich cool. Deswegen wollte ich das so genauso, weil ich dachte mir schon, dass das klappen wird. Ich habe das Gefühl, im ersten Teil wird das hier gerade ein bisschen tricky. Weil hier gerade nur noch 100 Punkte rumliegen. Und ich gleich nichts mehr sehe, weil der Schweiß mir ins Auge läuft gerade. Das ist echt ein bisschen ungeil. Ich könnte meinen, macht nur den Ventilator an. Problem ist, wenn ich hier den Ventilator anmache, dann hört ihr gar nichts mehr. Nein! Hallo! Fahr ich denn gar fucking... Ich war Straßenlaterne fest. Ja, die Straßenlaterne hier oben. Sind an der fucking... Ja, das war schon eine Laterne. Ja gut, ich bin da nicht an der Laterne festgefahren. Ich bin doch ehrlich. Nee, das wird leider im ersten Try nicht funktionieren. Schade. Na gut, starten wir direkt mal neu. Ich habe nämlich ein bisschen... mir viel Zeit gelassen. Das brauche ich gerade. Jetzt sehe ich hier nichts. Jetzt haben wir so einen leichten blinden Effekt. Vielleicht mit zuckenden Augen hier so. Das war klasse. Wo hast du das nur gelernt? Das Starten, also man lässt langsam die Kupplung kommen und dann gibt man Gas. Also das ist gar nicht so schwer, nennt man in der Fahrerschule, da kriegt man eigentlich relativ gut hin, wenn man es einmal drin hat. Aber danke für das Lob. Auf jeden Fall, fettes Danke. Ja, du bist erstmal gelobt, dass du Autos anfahren kannst. Die Crew 2 ist echt nett zu Fahranfängern. Die Tausender holen wir uns! Bitch! Geil, weiter jetzt. Aber jetzt schon 5000 Punkte. Tja, mach nach. Ich mach dir das locker nach. Ich bin nicht so gut im Spiel. Wow. Und Tony Hawk sitzt neben mir applaudieren. Denkst so, der hätte ein richtig guter Skateboarder werden können. Sheesh, war das geil. Ja, Tony Hawk würde heutzutage auch Sheesh sagen. Der Mainstream ist schuld. Man muss mit dem Lifestyle der Jugend gehen. Wenn die Ski und diese ganze andere Scheiße sagt, wo man eigentlich denkt, die haben gerade einen Schlaganfall, anders kann man sich nicht diese Wortkombination erdenken. Mauerfahrt, ja. Das passiert, wenn man in der DDR über die Mauer gefahren ist. Da hat man Boni bekommen für Mauerfahrt. Die meisten Entwickler von dem Spiel kommen nicht aus der DDR, deswegen daher kommt das. Macht
sind. Naja, absolut. Hört mir bitte weiter zu, das wird nur besser. Wo ist die fucking Halfpipe denn jetzt gerade? Die bräuchte ich gerade mal, weil Papa braucht gerade ein paar Punkte. Wird uns hier ein bisschen wieder eng. Wir können ja mal wieder rüberspringen, oder? Wieder ganz cool da. Gegengehalten, Jump, sehr geil. Aber auch nur, weil wir so verdammt cool sind. Wo ist die scheiß Halfpipe? Warum müssen wir diese Events denn mitten im Dunkeln, mit davon ist eine Halfpipe, mitten im Dunkeln machen? Mann. Kann das Spiel nichts für. Ja, das ist mein Timing, ich weiß. Aber ich schieb's aufs Spiel. Einfacher zu erklären. Ja, jetzt wird das hier was. Jetzt wird das eine runde Sache, sag ich dir. Noch einen schönen Backflip hinterher. Oh ja, mein Wii. Ja. Au, 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 au. Ja, stell dich bitte wieder hin. Ich brauche nicht mehr so viele Punkte. Die sind noch 500 in der Luft, ne? Ah, da haben wir sie. Tschüss. So. Wir brauchen noch einen Hunderter holen, dann haben wir das Ding hier. Komm, jetzt da. Ah! Ich brauche nur einen Hunderter Punkt. Jetzt versauen wir das nicht zum Ende noch spielen. Wo hast du so fahren gelernt? Nicht in der Fahrschule, wenn die habe ich mir Sorgen machen. Ja, dann machen wir hier einen Backflip und dann machen wir 160er und dann hast du die Prüfung bestanden. Alles super bei dir. Jede Fahrschule immer. Komm, hältst du hier mal kurz mit dem Wheelie an, ich muss mal kurz mal mit Bäcker holen. Ich glaube, Fahrlehrer nutzen Fahrschüler auch aus, um sie als Taxifahrer zu missbrauchen. Das kommt jetzt teilweise vor. Aber fahren wir kurz zum Bäcker, ich habe Hunger. Ist ja in der Fahrstunde. Aber hey, so, geschafft. Oh. Ja, ich entschuldige mich, dass ich mir die ganze Zeit mit dem Handtuch abtupfe, aber ich glaube, ihr könnt das bei den Außentemperaturen, wenn wir draußen 35 Grad haben, verstehen, was hier unter dem Dach so abgeht. Also draußen 35 Grad, da friere ich gefühlt im Vergleich. Hey, es scheint, als würdest du dir hier draußen einen Namen machen. Bist du in die Top 10 gekommen? Du machst alles richtig. Okay, aber ich möchte dich daran erinnern, wenn wir uns irgendwann messen, trete ich dir in den Arsch. Das ist nichts Persönliches, aber es wird passieren. Okay, sie tritt Leuten sehr unpersönlich in den Arsch. Das finde ich aber nicht nett den Leuten gegenüber. Ja, es wird ein sehr unpersönlicher Arschtritt. Eigentlich kenne ich sie gar nicht, trotzdem trete ich in den Arsch. Das ist eigentlich ein bisschen fragwürdig, die Frau. Aber da will ich mir Gedanken machen. Das klingt nicht allzu nett. Also mit der würde ich jetzt mich nicht unbedingt einlassen. So, letztes Monster-Rennen in Newport. Haben wir noch eins. Letzte, du hast es auf Sophias Ergebnis abgesehen. Und Junge, die weiß, wie man mit diesen Dingern umgeht. Also lass den Sand fliegen und bring das Monster ans Limit. Wenn du fertig bist, hast du dir ein Hummer-Dinner aus Maine verdient. Oh mein Gott, wenn man zweideutig denkt wie ich. Oh, die weiß nicht, wie man mit den Dingern umgeht. Also bring dein Monster in Fahrt. Mach ich keine Sorge. Nenn's auch die Schlange. Ich meine, meine Eiscreme. Ja, ich rühre die Eiscreme mal fleißig um. Alles super, kein Thema. Mein Gott, das war nicht alles gut für Frauen. Willkommen bei Crew 2. Wenn schon keiner Hurensohn sagt, dann mach ich das wenigstens. Ja, man muss ja das Niveau des Spiels wieder senken. Das ist doch viel zu hoch hier. Das geht doch nicht. Können Sie euch denken hier so, ja, da haben wir keinen Hurensohn, wir haben jetzt ein hohes Niveau. Und dann kam Lukas und zerstörte dieses Niveau. Und sie fragten sich, warum haben wir dem bloß einen Stuhl geschenkt? Ja, neben bei der Stuhl hier ist immer noch von The Crew 2, danke schön dafür. Wir haben dem Stuhl geschenkt, das war echt ein Fehleinschätzung. Naja, absolut. Das sehe ich genauso, gut, dass wir da uns einig sind. Boah, aua. So, wie sich mit Monster Truck einstellt, ungefähr so. Was ich auch ungefähr so von meinem Körper anstecken kann. Nichts. Das sieht auch jedes Mal aus, als würde ich einfach wahllos rumstolpern. Dabei habe ich einfach keine Kontrolle über mich. Das ist eher der Punkt. Ich will da reinspringen. Haben wir genug Schwung? Ja, haben wir. 1000 Punkte, Bitch! Backflip. Oh ja. Absolut geiler Backflip. Also Backflip heißt ja auch auf dem Rücken legen, oder? Das war doch die Begründung des Wortes, oder? Ich glaube schon. Daher kommt er. Das macht aber auch viel mehr Sinn, wenn man das dann so sieht. So, also die neudeutsche Begründung, das ist Rückwärtssalto heißt. Wo sind wir denn hier? Das ist Deutschland. Gibt es kein Rückwärtssalto. Gibt es einen noch zurücklegen. Ich kenne das Golden, aber es kriegt doch nicht, weil es oben drüber ist, ne? Ich hab's oben drauf. Das ist doch scheiße. Das finde ich schon wieder kacke. Ah, oh Mann, ich krieg keinen 360er hin. Geholt, sehr gut. Jetzt aber.
Oh, ein Wald. Oh, ein Wald. Oh, ein Wald. Oh, ein Wald. Alter, ich will zurück. Komm. Ja, ja, ich bin ja wieder zurück auf der Strecke. Das war ja keine Absicht. Der Wald war plötzlich da und dann, keine Ahnung, ganze Dinge geschehen. Das ist echt schwer zu erklären, wenn man so darüber nachdenkt. So, da fahren wir mal den schönen Looping. Wie es auch immer, da fahren wir immer noch Treppen. Ich check das hier immer noch nicht. 1000. 1000. Katschinka, Aufgabe erfüllt. So muss das laufen, so nicht anders. Ich bin der Monster Truck King. Will. Ja, mehr Punkte mit. Ja, geil. Oh, schön an allen drei Medaillen vorbeigefahren. Das muss man auch erstmal drauf haben. Das ist auch eine Übungssache, das machst du nicht einfach mal kurz so. Normalerweise kannst du relativ zielgerecht da drauf zufahren. Also du bist scheiße, dann nicht. Darf ich mich vorstellen. Ja, man zu fahren ist ja ansprechend. Aha. Bevor ich ihn auf die Kriere. Eigentlich würde ich ja gerne normal Videos machen. Im Moment bestehen mal wie es Dreifel davon, wie ich mir ein Handtuch in das Gesicht drücke und wie ich Wasser trinke. Es tut mir sehr leid, aber das scheiß Wetter in Deutschland lässt halt nicht anders zu. Kein Scheiß, ich hätte eher Bock auf Regen. Emmett. Er mag wie ein grummeliger alter Bär daherkommen. Ist aber nur ein süßer Teddybär. Schau ich das mit er einer bellt Hand? Nur und beißt nicht. Ja. Moment. Bellen Bären? Wenn ja, dann so wie Emmett. Ja, bellen Bären. Bellen Bären. Wer kennt nicht die Bären in Bellen? Man merkt, es ist vielleicht leicht warm und meine Gedanken sind nicht ganz am Flieg. Alles gut, alles super hier. Perfekt, mir geht's top. So, haben wir Monster Truck abgeschlossen. Und damit sind wir bei den Freestylern auch mal weiter fortgeschritten. Ich würde sagen, wir fahren entweder Jetspeed oder die Aerobatics. Wie viel haben wir denn da noch? Oh, krass, da haben wir noch drei. Wie viel haben wir bei Jetspeed? 1, 2, 3, 4. Wir gehen mal kurz zum Gebiet. Vielleicht holen wir uns ein neues Jetsprint-Boot. Ich weiß nicht, was die Dinger kosten. Ich weiß auch nicht, was ein neues Flugzeug kostet. Das können wir mal kurz nachgucken. Wir haben jetzt nicht so viel Cash leider. Weil der scheiß Lambo ein bisschen teuer war und ich meinte letzte Folge zwei Harley Davidsons zu kaufen. Kann ja mal passieren. Und jetzt noch einen Monster Truck zu kaufen. Also, mein Gott, manchmal habe ich es nicht so ganz mit dem Geld im Griff. So, wir gucken mal mit Jetsprint-Boote, weil die Rennen machen relativ viel Laune. Was kosten die Dinger denn? Oh, die sind gar nicht so teuer. Ich dachte, die wären teurer. Ich dachte, die wären teurer. Das Ding haben wir, ja. Wir haben das, stimmt, wir haben das Schnellste. Ist ja geil. Die sehen doch für mich auch alle gleich aus. Das war kein Scheiß. Da siehst du auch nicht mal einen Unterschied, wenn du Lackierung drauf zimmerst. Was tue ich mich? Das Ding ist doch komplett gleich mit dem da. Das Heckteil ist vielleicht ein bisschen anders. Was kosten die denn? Ja, komm, kaufen wir jetzt die 86.000. Komm, ist egal. Es sieht zwar fast gleich aus, ist es mir egal. Wir kaufen es trotzdem mal. Dann gehen wir trotzdem mal kurz ins HQ und lackieren es nochmal um. Haben wir noch Performance-Teile für die Dinger zufällig rumliegen? Nein, gar nichts, ne? Ah doch, hier haben wir was. Ein bisschen zu wenig, ein bisschen Leistung reinkriegen, weil sonst fahren wir hier halt ohne. Das wäre leicht kacke. Was hat das andere jetzt für Leistung? 41, 34. Ja, sollten wir hinkriegen. Okay, wir gehen mal kurz mal ins HQ und lackieren das mal. Also ein schönes Design drauf. Mal gucken, ob es überhaupt jemand gekauft hat. Also kann ich jetzt selbst mit dem Boot, hätte auch eins gereicht. Da brauche ich nicht mehrere. Oh. Ich hasse mein Mikro. Das ist zu das ist normal, ich den Ventilator einfach an. Aber das Mikro sagt leider nein. Nein zu wunderschönen Windgeräuschen. So, der Sportsman and Set Edition. Okay, sieht ein bisschen cool aus von hinten. Weil es coole Pipes hat. Jetzt gucken wir mal, ob es auch andere coole. Oh, es gibt sogar Designs dafür. Nice. Okay, das ist cool. Ich glaube, ich nehme mich was sogar schon. Ja, das nehmen wir direkt schon. Komm, finde ich geil vom Design. Das ist schön cool. Schön fancy, freaky und so, ne? Voll geil. So, dann würde ich sagen, geht's damit weiter bei den Jetsprint-Booten. Dass ich hier bei Startdrücken immer ins Menü von den Fahrzeugen komme. Das wollte ich nicht. So. Das ist auch gerade auch geil, dass wir mit 370Z-Heck, was mitten in der Höhe hängt, aber nur, weil es ein Monster Truck ist. So. Ich würde sagen, ja, ach Gott, wir sind ja mit dem 34er Index gut dabei, alles gut. Ich dachte, das Boot wäre jetzt voll untermotorisiert. Ich erkläre dir nochmal die Jetsprint-Boote. Bitte, ja. Sie haben keine Propeller und einen flachen Boden. Okay. Mit genug Schwung kannst du also eine Abkürzung nehmen und über kurze Landstücke hüpfen. Und das wirst du müssen, wenn du Rekorde schlagen willst. Okay. Dann wollen wir mal ein bisschen Jetsprint wiederfahren. Die machen mega Bock, die Dinger, weil die halt einfach sauschnell und quirlig sind. Das ist halt irgendwie geil. Also sind nicht so schnell wie die großen Boote, aber die sind halt wendiger. Das ist halt irgendwie cool. Und jetzt mit dem nach hinten neigen und lenken ist halt immer so eine Sache, wo ich ein bisschen zu behämmert bin. Da habe ich so eine leichte geistige Blockade, glaube ich, die irgendein Problem macht.
super. Hier schön durch, easy. Schön hier durchzirkeln, so muss das sein. Ist gut, dass er vorher noch mal erwähnt, dass wir über Landstücke springen kann, weil wir es 3/4 der Route eigentlich machen. Höp, höp. Ja, ich nähere rum, können die halt relativ gut darüber rutschen. Hervorragend in der Zeit. Weiter so. Deswegen geht das schon. So. Ja, die machen halt Laune zu fahren. Wie gesagt, das Bootefahren ist ein bisschen tricky, finde ich, weil du halt den Stick nach hinten drücken musst, um schneller zu sein. Und das Ding einfach mal komplett in die Wallerei schießt. Das Problem ist aber, du kannst natürlich, wenn du den Stick dahin drückst, nicht mehr so geil lenken, also nicht mehr so viele Grad. Natürlich musst du hier und da vielleicht auch mal den Stick nach vorne neigen, damit du halt Kurven besser kriegst, weil du kannst viel mit Neigung hier machen. Also du kannst gefühlt alles an Neigung, mit Neigung und Bremsen und allem. Und du brauchst eigentlich gefühlt nicht mit dem, mit der Bremse selber bremsen, das ist ganz geil. Wenn man sich halt mal dran gewöhnt, ist halt sehr eigentlich ein eigenes Fahren. Da kannst du mal Vollgas durchhacken, Gott sei Dank. Zack. Überall voll durch. Nur hinten im letzten Abschnitt. Okay, da war ein Kontrollpunkt, den ich versammelt habe. Wo ist denn der? Ach, hier. Shit, okay, hab ich nicht gesehen. Egal, der Vorsprung passt noch. Aber den habe ich echt nicht gesehen. Ich hab voll übersehen. Oh, ja, schön zwischen den Rampen durch. Das kann ich gut. So. Rüber, easy. Und rum das Ding. Vielleicht hoffentlich sind die anderen Boote deutlich schneller, aber bei den Kurven und bei den Abschnitten können die anderen Boote hier nicht viel machen. Das siehst du, wenn du halt dann vom Gas runter gehst, ist das Ding super direkt. Du kannst durch die 90 Grad Kurven eigentlich hacken. Das ist schon mehr als 90 Grad sogar relativ schnell fahren. Das ist schon echt übel. Beziehungsweise kommen die Dinger halt extrem schnell zum Stillstand, wenn du einmal das Gas rausnimmst. Das ist schon krass. So, dann haben wir ein weiteres Event abgeschlossen. Sehr gut. Das lief auch ganz gut. Das lief auch ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht mit Speedboat heute sogar durchkommen. Das wäre ganz interessant. Das wäre ganz interessant auf jeden Fall. Da haben wir nur noch die Aerobatics. Die können wir dann auch relativ zeitnah abschließen. Dann können wir die nächste Disziplin fertig machen oder die nächste Family abschließen. Wäre eine Möglichkeit. Wenn du mich Blag nennen willst, nur zu. Du bist Blag. Ich bin stolz drauf. Wow. Ich kann Bierpong spielen und trotzdem jeden Schlag. Das möchte ich sehen. In allem. Außer vielleicht Sonntagmorgen. Die Samstagabende sind hart. Also überlegst dir, das Blag sucht noch Gegner fürs Bierpong. Ah, ich mag das Spiel. Wir sind kein Hurensohn mehr, aber du wirst wesentlich immer noch zum Biertrinken erfordert. Die Frau ist mir sympathisch, die kann Bierpong spielen. Direkt sympathisch, die Frau. Wo kann man heiraten? Das würde ich unterzeichnen. Ja, spiel Bierpong. Du bist es. Genau. So, 3 Events haben wir noch. Würde ich mal sagen, gehen wir zum nächsten. Die Laternen verpassen der Strecke einen besonderen Look. Aber lass dich von den hübschen Lichtern nicht ablenken, sonst baust du einen hübschen Crash. Das ist aber alles ziemlich hübsch hier. Gut, dass du erwähnt hast, dass es ziemlich hübsch ist. Und wenn das die hübschen Laternen mich zu einem hübschen Crash machen, mich hübscher Typ. Bin nebenbei auch sehr hübsch. Also, wollte ich nur so nebenbei erwähnen, falls jemand noch nicht aufgefallen ist, wie mit dem Monster Truck vorhin. Auch hübsch. Ja, das ist ganz schnell übersehen, wenn ich hier komplett verschwitzt vor der Kamera sitze. Aber schön, dass ich trotzdem die Kamera anhab. Ne? Ihr denkt euch so, warum machst du jetzt bitte nicht die Facecam aus? Das ist doch widerlich. Kinder zuschauen, was soll ich denn denken? Sitzt sicher nicht davor und denken sie, boah, das ist mein Vorbild. Ich will auch irgendwann schwitzen vor der Kamera sitzen. Da, oh Gott. Oh, nein, das habe ich nicht gesagt. Das überdenken wir nochmal die Aussage. Alter, nein. Oh Gott. Ich habe jetzt erst gemerkt, was ich damit gerade ausgedrückt habe. Ah. Ich möchte die Kinder nicht. Ach Gott, das ist. Nein. So denken wir nicht. Das ist ja widerlich. Ah. Es tut mir leid. Manchmal rutschen hier Sätze raus, wo man sich dann auch so denkt, so. Hätte ich jetzt besser nicht gesagt. Ups. Jetzt lass bloß nicht nach. Ja. Schwitzende Kinder vor Kameras. Darf ich vorstellen? LPN05. Macht Racing Games auf YouTube. Man fragt sich, warum das überhaupt jemand schaut. Bei den Gags noch mehr. Nebenbei ist Gag auch das englische Wort für Wirkreflex. Ich halte jetzt einfach mal ein bisschen die Fresse. Besser ist es. Gut, ich wollte nur mal ein bisschen weiterbilden, dachte ich. Komm, haus mal ein bisschen mit englischen Wörtern raus. Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen von den wunderhübschen Lichtern abgelenkt. So, die sind schuld. Ich bin nicht schuld. Ich rede mich jetzt hier aus der Verantwortung raus. Ich habe damit gar nichts zu tun. Oh, ich werde aber jetzt in den nächsten Folgen hiervon nicht heute tagsüber mehr aufnehmen, sondern das in die Nacht verschieben werde. Warum? Genau, weil dann ich nicht so sehr ein lebender, lebendiger Wasserfall bin. Und lebendige Wasserfälle
Also Wasserfälle sind ja sich schön anzuschauen, allem drum und dran. Problem ist, sie halten meist die Fresse. Das ist schon mal ein großer Vorteil, wenn so ein Wasserfall halt einfach das Maul hält. Wenn ich meine, irgendwelche Kinder vor Kameras zu zerren anscheinend. Meine Fresse. Aber ich sage ja nicht, dass Kinder vor der Kamera schwimmen sind. Also das ist ja nur dein Vorbild, dass sie irgendwann mal schwimmen vor der Kamera sein wollen. Mein Gott, das ist hier eben das eine, ne? Gibt's einen Markt für, so ist ja nicht. Also nicht für Kinder. Mein Gott, ich versuch's ja irgendwie noch schön zu reden, statt einfach mal die Fresse zu halten und einfach jedem seine Gedanken zu. Okay, auch vielleicht das nicht. Nein, macht euch da. Hört auf, geht euch Gedanken drüber zu machen, ist ja widerlich. Nee, wir denken jetzt einfach über andere Sachen an. Vögel sind was Schönes. Weiß nicht, warum ich jetzt über von Vögel. Oh Gott. Ich halte jetzt einfach das Maul. Oh. Ich halte jetzt einfach die Fresse. Das ist doch besser für uns alle. Und vor allem für die Jungfreiheit halt meines Kanals. Und ob dieser Kanal existiert und nicht gesperrt wird von YouTube. Vor allem das. Sehr gut. Bravo. Offenbar hast du jede Hürde genommen, die wir dir hingelegt haben. Mit Ausnahme von mir. Noch ein Rennen. Nur wir beide, um zu sehen, wer im Freestyle dominiert. Was meinst du? Das Geile ist, wenn wir uns dann so Breakdance-Battle liefern würden. So bam, 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 Freestyle. Oh Mann, du bist hier echt zum Stadtgespräch geworden. Okay. Gut gemacht. Wartest du etwa auf eine Runde? Ja. Los, zurück ans Steuer. Okay. Ist ja wie Militär drin. Los, zurück ans Steuer. Waren hier gar keine Widerworte. So, zwei Events haben wir noch. Ja, machen wir das erstmal. Ich weiß nicht, ob wir es den anderen auch noch machen. Aber ich denke mal, wir machen nächstes Mal. Ne, ich will mal kurz das gucken. Wie viele Events hatten wir nochmal bei dem hier noch übrig? 1, 2, 3. Ja, ich glaube, dann machen wir nächstes Mal das, die Events noch. Und gucken dann mal, ob wir ihre Kampagne schon machen. Oder ich guck mal, wie wir das machen. Vielleicht machen wir erst ihre Kampagne und machen die Sachen danach. Ich guck mal. Schauen wir mal, was nächste Folge auf euch wartet. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt ihre Events freigeschaltet. Das ist auch schon mal positiv. Wir gegen sie antreten und zeigen uns, dass sie Freestyle voll drauf haben. Das wird ein richtig gutes Rennen, aber auch ein schwieriges. Ich weiß nicht, wovon du redest. Enge Passagen, unter Piers durchfahren. Sprünge, Wellen. Rennboote, die durch einen Hafen in vollem Betrieb fahren. Sowas hat es noch nie gegeben. Die Fahrer werden irre Spaß haben und alle werden ausrasten. Das sagst du nur so lange, bis einer von einem Tanker platt gemacht wird. Das passiert nicht. Wir haben Vorfahrt. Sag das den Gesetzen der Physik. Ich wollte gerade einwenden, so, oh ja, wir werden Hafenbetrieb erstmal Booten dazwischen durchfahren. Ja, wir haben Vorfahrt. So ein Tanker wird nicht mal kurz stehen bleiben, wenn du da direkt vor die Nase rumballerst. Der zieht da relativ knall durch, höchstwahrscheinlich. Na gut, dann wollen wir mal den Hafenbetrieb ein bisschen stören, ne? Das können wir ja anscheinend. Na, wollen wir mal. Das kann ja nur lustig werden. Aber da hier eh keine Schiffe rumfahren. Es wäre geil, wenn die großen Schiffe hier rumfahren würden. Weil dann wäre es auch noch richtig herausfordernd, wirklich den Dingern auszuweichen. So, komm, für die Fans. Die wollen sehen, wie abgehoben ich bin. Zack. Wow. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Sprung gebraucht. Ich bin auch nicht abgehoben genug. Alles gut, seht ihr ja. Ich bin auch am Boden geblieben. Ich wollte auch fast nicht mehr vom Boden weg. Das ist aber eine schöne Strecke hier. Die Location ist halt geil. Cash ist halt sehr geil. Würde ich sagen. Aber wie gesagt, ich mag die Jets mit Boot auch mega gerne. Die fahren sich, finde ich, echt super geil. Super geil. Pass auf, das ist ein Tanker, kein Spielzeug. Der Tanker bewegt sich nicht. Was soll passieren? Gegenfahren, das Objekt, das schaffe ich so oder so schon. Alter, weil das siehst du ja immer, wie so fucking groß so ein Tanker ist, wenn du mit so einem Jetspin-Boot daneben herhackst. Alter, ich hab was schönsten Schiffen wirklich Respekt. Das sind solche Kolosse. Das ist echt krass. Das ist wirklich krass. So. Da vorne wird es ziemlich eng, also pass auf. Jetzt wird's erst lustig. Die Frau hat echt ein Problem. War hart. Ein hartes Problem. Jetzt ist es lustig, jetzt bringen wir die das richtige Gefahr. Ich will unbedingt Leute sterben sehen. Ja klar, weil er einfach quer springt. Das mögen ja. Ja. Das ist die Besitzer des Schiffes sehen das sicher gerne, wenn du zickzack hackst. Mit Sicherheit. Aua. So, wo
Rückkursrennen oder nicht? Bin ich sicher. Ich glaube nicht, ne? Nee. Ich bin mir nicht sicher. Und komm wieder drüber hacken. Ich sehe nicht hin. Ich sehe nicht hin. Okay, ah, doch, ich sehe hin. Warum muss er genau dann hinsehen, wenn ich gerade einen Fehler mache? Komm, guck nochmal weg. Ich mach das nochmal in cool. Guck mal weg und ich sag dir, wenn du hingucken sollst. Mann. Ich guck nicht hin. Oh, ich hab hingeguckt. Ja, schön, wenn ich verkacke. Toll. Mann. Ja, gucken wir mal. Vielleicht nächste Folge das Freestyle-Finale. Ja, die ist zeitlich in Ort. Vielleicht fahren wir auch erst noch wie gesagt, wir müssen erst noch Aerobatics fertig machen und noch einen Jetsprint-Rennen. Und dann gucken wir mal. Stimmt, da gibt's hier ein Luftkissenboot. Ne, dann werden wir ihre Sache, glaube ich, nochmal eine extra Folge machen, weil das Luftkissenboot will ich dann auf jeden Fall schon mal auf jeden Fall ausfahren. Und da brauchen wir ja nach ihrer Aufgabe auch wieder noch ein bisschen Zeit. Dann werden wir das so machen, dass wir erstmal nächste Woche die Folge noch die Events fertig fahren. Und dann machen wir ihre Sache, weil wie gesagt, sie kriegt ein Luftkissenboot. Und das ist bislang noch die einzige Möglichkeit, ein Luftkissenboot zu fahren. Kommt ja dann noch das erste Update, kommt ja dann bald. Wann kommt es noch? Ich weiß gar nicht, wann das Update rauskommt. Aber immer das Gators Update, Gators Rush. Da gibt es ja dann Luftkissenbootrennen, was saugeil ist, weil ein Luftkissenboot kannst du ja überall fahren. Das ist ja das Geile, weil die haben ja kein Hindernis. Die können auf Wasser fahren, die können auf Land fahren. Das ist halt geil, weil du an sich keinen richtigen Stehpunkt, also keinen richtigen Punkt hast, wo du nicht fahren könntest, außer in der Luft natürlich. Aber theoretisch kannst du die ganze USA mit Luftkissenboot beladen. Das ist halt cool. So, dann haben wir das gewonnen. Sehr gut. Aber schön ist dann mit Update, wenn die natürlich auch upgradebar werden, also auch schneller sein. Ja, das ist natürlich auch ganz geil. Weil das natürlich als komplett neue Disziplin kommt. Ich schätze mal dann auch im Freestyle-Bereich. Und dann am nächsten Level und dann die Teile. Bam! So, ein. Da rennen hiervon aber noch und wäre von dem anderen. Und dann geht's doch. Also, ich hoffe, du gehst gerne Risiken ein. Unsere Jungs brauchen den Kick wie andere Sauerstoff. Die drehen hier draußen voll auf. Wir reden hier von reinen, ungeschliffenen Adrenalin-Junkies. Klar sind wir das. Warum etwas tun, was schon jemand gemacht hat? So sicher, so öde, so... Gehen. Nein, danke. Ich gehe lieber ans Limit. Es ist so viel cooler, wenn man es schafft. Ich möchte betonen, aber Betonung liegt auch, wenn man es schafft. Wenn man es nicht schafft, ist es dann umso uncooler, weil ja, dem kann das halt dann böse nach hinten losgehen. Aber hey, ich möchte jetzt hier keinem Spaß versauen, ich möchte nicht der miese Peter sein. Und weil ich nicht der miese Peter sein möchte, bin ich auch raus für die heutige Folge. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen da oben da, würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der kommenden Folge hier bei The Crew 2 wieder. Bis dann. Tschö.